Willkommen beim Giga Gameplay zu Sacred 3. Auf der Xbox 360 spielen wir das. Hat sich ganz schön verändert, die Spielereihe. Ob zum Guten oder zum Schlechten, das seht ihr gleich. Los geht's. So, Sacred 3. Wir fangen an mit einem neuen Charakter, denn hier können wir mal zeigen, was Sacred 3 uns so an Charakteren bietet. In der Vergangenheit waren das ja auch schon feste Recken, die du gewählt hast, die jeweils einer Klasse zugeordnet sind. Hier ist es genauso. Das hier ist so ein Kriegertyp. Warum ist eigentlich das Profilbild von dem Kriegertyp? Das ist eine gute Frage. So viel weißer als... Und warum hat er so kleine Hände? Ich weiß es nicht. Okay, gut, aber dann lassen wir das erstmal außen vor. Der hier hat auch sehr enge Klamotten an, das ist der Bogenschütze. Der hat sehr große Brüste vor allem. Die Seraphim, die es auch schon vorher gab, die jetzt aus irgendeinem Grund trägt, was sie trägt. Und die Lanzenträgerin, so eine Art Amazone, nehme ich mal an. Solche Schürzen sind für den Kampf super geeignet, weil man da... Ja, ich nehme mal den Krieger-Dude. Und jetzt das Intro. In vergangenen Zeiten haben Helden die Matriarchin der Dunkelelfen besiegt, um Ankaria zu retten. Ihr Sohn Zane schwor jedoch Rache, denn er wollte sie selbst töten. Bei der Suche nach dem legendären Artefakt, dem Herz von Ankaria, brachte er den Krieg ins Land. Einmal hatte er das Herz fast erreicht, wurde aber in der Seraphim-Zitadelle überwältigt. Er schwor erneut Rache und verwandelte Ankaria für ein Jahrhundert in seine persönliche Müllhalde. Was? Als alle Hoffnung verloren schien, kehrte eine Pilgerin zu den Seraphim zurück. Schwester Tellari, die älteste der Seraphim, sagte nicht, dass ich das gesagt habe, kehrte von einer geheimnisvollen Reise zurück und brachte den Segen der Götter mit sich, neue Verbündete für die bevorstehenden Kämpfe. Und ein Omen, Arya, das erste Kind unsterblicher Eltern. Und ein Geschenk für die kommenden Strapazen. Denn die Götter hatten Arya mit telepathischen Kräften gesegnet, die so stark sind, dass sie sogar die Essenspläne ihrer Mutter 3 Tage im Voraus kennt. So gut ist sie. Boah. Mit dem Wissen, dass die Seraphim Zane nicht alleine besiegen können, schmiedete Schwester Tellari einen Plan, um die größten Krieger aller Völker Ankarias zu versammeln. Pünktlich wurde ihr Aufruf beantwortet. Jetzt ein komplett Rauschschirm. Die wilden Saphiri segeln mit Äxten in den Händen von ihren Inseln los. Ankarianische Waldläufer warfen ihre Mäntel ab und stürmten mit ihren Speeren zur Schlacht. Die Bogenschützen der Kukuri, deren Pfeile den Himmel verdunkeln, brachen in ihren Bergen auf. Und selbst die heiligen Seraphim kehren zur Welt zurück, um das Ashen-Imperium zu zerschlagen. Welches Imperium? Gemeinsam wollten sie losziehen, um die Verteidigungslosen zu verteidigen, die Ungeretteten zu retten und Zanes endlose Suche nach Rache zu beenden. Tellari bestand darauf, dass Arya sie führen und unterstützen soll. Schatz ab! Die Situation ist ernst. Ich will Sacred 3 spielen! Will seinen Durst nach Rache in der Stadt Halios mit dem Herzen von Ankaria stillen. Eine kleine Gruppe Helden muss sich daher einem ganzen Imperium stellen. Die Zeit für den Widerstand ist gekommen. Wieso Widerstand? So! Was? Hast du dir gemerkt, ne? Irgendwas mit persönlicher Müllhalde. Ernsthaft? Oh, was ganz schlimm ist und so diese Gags, die so witzig sein sollen, das so auflockern sollen und du denkst so, warum? Oh. Das Ding ist, das Intro ist eigentlich noch nicht vorbei. Du kannst jetzt aber mal einen Charakter wählen. Oh. Wir springen dann zu einem Punkt, wo es dann weitergeht. Sehr gut. So, der Mats hat sich jetzt die Seraphim ausgewählt und wir legen jetzt los mit dem ersten Level. Davor kommt nochmal eine dieser grandiosen Zwischensequenzen, die nicht so ganz verstanden haben, dass man nicht 20 oder 30 Zeilen Exposition an den Anfang einer Story legt. Alter, was? Und die dann auch noch so präsentiert, wie man sie präsentiert. Also das ist wirklich ein Punkt, wo der Ersteindruck von Sacred 3 wirklich eher negativ ausfällt. Und aber was? Es geht jetzt noch weiter. Ich nehme an, dass wir nicht hier sind, um dramatisch an einem Tisch zu stehen. Ich bitte um Entschuldigung. Der Widerstand braucht euch alle sehr dringend, um Zane und sein Ashen-Imperium abzuwehren. Manche von euch wurden als größte Krieger ihres Volkes ausgewählt. Und dann gibt es noch mich. Das ist meine Tochter Arya. Sie wird euch führen. Sie mag jung und unerprobt sein, aber sie ist die beste Telepathin, die wir haben. Danke. Und jetzt zur Sache. Halios, der Stolz der Saphiri, war die letzte freie Stadt in Ankaria. Wahr? Wir haben ein Sprichwort. Der den Erzähler unterbricht, übertönt das Ende. Ich wollte sagen, das Volk der Saphiri hat Halios lange verteidigt. Zusammen mit dem Herz von Ankaria, dem mächtigsten Artefakt des Landes. Ich habe es gesehen. Es ist so groß wie mein Kopf. Und es wird angegriffen. Das Ashen-Imperium hat einen Weg gefunden, die Saphiri-Wachen zu umgehen. Zane hat einen Söldner namens Kartell angeheuert, um Halios zu infiltrieren und zu plündern. Bei meinem Sonnenbrand. Ich habe diesen Widerling schon 3-mal ins Gefängnis geworfen und 1-mal ins Meer.
Der Widerstand berichtet, dass... Da fehlen mir so ein bisschen diese Comedy-Lacher von so toten Publikum aus so Comedy-Serien. Mir fehlt hier so einiges. Zu spät ist, den Typen heilige Gerechtigkeit einzuprügeln. Du wirst deine Gelegenheit bekommen. Kartellsmänner plündern Halios, während wir reden, nehmen Unschuldige gefangen. Das ist schon lustig. Und erlauben dem Ashen-Imperium das Herz zu erobern. Wir sollten diese Helden dorthin bringen, um das Herz von Ankaria zurückzuholen. Dafür ist es vielleicht zu spät. Aber nicht für das Volk von Halios. Wer wird sie beschützen, wenn nicht ihr? Du hast recht, ich bin nicht sicher, ob ich alle in einem Stück dorthin bekomme. Vergesst, was ich gesagt habe. Ja. Warum? Also ich wollte euch das halt auch zeigen, liebe Zuschauer, das, was hier das intro-technisch passiert. Von Halios. Ihr müsst die Flüchtlinge rausholen, ja. Oder... hallo? Weil ich es wirklich nicht glauben konnte. Also es ist... Ja. Es ist kein guter Ersteindruck, den Sacred 3 macht mit diesen Intros. Warum man überhaupt ein Intro und eine große Story hat, wenn man sich scheinbar die Präsentation nicht so richtig leisten kann, ist mir auch ein Rätsel. Okay. Dass man dann aber auch noch so... Ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Tut mir einen Gefallen, ja? Schlimm geschriebene Dialoge damit reinnimmt. Das ist wirklich nicht... Also das ist... Wow. So. Man fragt sich einfach... Wie das jemand lustig. Das ist so, als hätte irgendjemand so 5 lustige Sprüche aufgeschrieben ohne Kontext und die wurden dann so randommäßig da reingebaut. Ja. Okay. Ich habe euch an einer gefährlichen Stelle abgesetzt. Versucht, den Angriffen des Feindes zu entgehen. Das wäre an und für sich nicht so schlimm, weil ihr habt ja gesehen, die Zwischensequenzen kann man jederzeit abbrechen, auch wenn man sie noch nicht gesehen hat. Ja. Also das kann man sich auch getrost sparen. Ihr könntet die Feinde aufeinander werfen? Das Ding ist, das hier kannst du nicht ausblenden. Also, dass die Leute die ganze Zeit mit dir labern. Ja. Und das passiert ständig. Und das wirst du auch noch merken. Nicht so gut. Aber, was man dazu sagen muss, dass die Grundlage des Gameplays, das Sacred 3 verfolgt, nämlich so eine arcadige Version des Hack'n'Slays, funktioniert an und für sich schon, weil die Fähigkeiten, also wenn ich hier so ein Ground-Pound-Ding mache, das zieht halt schon rein, wenn dann eine gewisse Monstermasse steht und die so auseinanderspratzen. Hier mal machen. Das macht schon Spaß, vor allem, weil es später auch noch deutlich mehr Gegner werden und du neue Fähigkeiten kriegst. Aber ansonsten ist es halt extrem abgespeckt worden. Das ganze Spiel, weil es sind jetzt Stages, die man macht, also einzelne Levelabschnitte, durch die man sich linear durchboxt. Es gibt keine offene, zusammenhängende Welt mehr, es gibt keine Quests mehr. Das einzige Ziel ist, sich durchzumetzeln. Am Ende steht so gut wie immer ein Bossgegner und das war's. Zwischen den Stages kannst du dann deine Level-Ups verteilen, in dem Sinne, in dem du einzelne Fähigkeiten aufrüstest oder dir neue kaufst oder deine Waffe aufrüstest oder dir da eine neue kaufst, aber auch die werden linear freigeschaltet und dadurch entsteht ein sehr geringer Sinn dafür von deinem Charakter an und für sich. Ja. Also du hast nicht diesen klassischen Charakterfortschritt aus einem Diablo oder aus einem Sacred 1 oder 2, der dich die ganze Zeit motiviert. Ich wollte gerade sagen, ne? Das ist ja so eigentlich ein sehr zentrales Element. Genau, aber sie wollten es hier halt arcadig machen, Inventarmanagement rausnehmen aus dem Standard-Spielfluss. Was ich jetzt nicht per se verurteile, das kann funktionieren. Man kann sie nicht ausschalten, bevor sie nicht mit einer Konterabsicht. Und diese Grundlage von Sacred 3 funktioniert auch. Das Ganze drumherum ist nur wirklich nicht gut. Weißt du, was ich meine, wenn ich sage, es wirkt wie ein Free-to-Play? MOBA-Spiel? Ich finde, es wirkt wie ein Download-Titel für so ein 15-Euro-Ding und das wäre auch total okay, aber es steht halt für Vollpreis in den Laden. Und das bei der Story-Präsentation, das sollte euch eigentlich umbringen. Naja, vielleicht. Ich meine, das hier ist halt nett, ne? Aber es sieht jetzt auch nicht so krass gut aus. Nee, überhaupt nicht. Also, es sieht okay aus, es funktioniert, aber. Aber, also, krass. Also ich kann mich auf das, was sie sagt, null konzentrieren. Ja, weil wir halt auch zu zweit spielen. Wenn man alleine spielt oder die Klappe halten würde, dann würde man Gegner das schon mitkriegen. Aber das willst du ja nicht. Das hier finde ich auch toll, dass das in den halben Bildschirm... Also du hast jetzt diesen Kampfmagier halt erweckt. Der ist dann so ein... eigentlich auch nur ein Teil deines Charakters, weil du den ausrüsten kannst. Ja. Guck mal, ich glaube, er ist jetzt auch automatisch ausgerüstet. Und er macht dann halt auch seine Kommentare. Okay. Und sagt dann so, wenn du irgendwie was Cooles gemacht hast oder wenn sein Effekt prockt, sexy oder so als Kommentar und yay. That's it. Hm.
Ich bin mal gespannt, wie das bei den Fans ankommt. Ich könnte vermuten. Nicht so gut. Ja, es ist halt komisch, warum man. Warum ist so die Frage, die man sich, glaube ich, stellen muss. Die Grundlage an und für sich funktioniert ja und ich glaube, dass man so eine Art Hack and Slay durchaus machen kann, mit dem sehr arcadig werden, mit dem Inventarmanagement rausnehmen und sowas. Aber warum es dann Sacred 3 sein muss, das ist die große Frage. Ja. Und selbst wenn es nicht Sacred 3 wäre, die Story und das Ganze drumherum wären halt trotzdem wirklich nicht gut. Also das ist so richtig Fremdscham-Material, was hier teilweise auf dich einprasselt. Da. Ja, da war's, ne? Also, sexy. Und wenn du das zum 10. Mal hörst, denkst du ja auch so, halt's mal, und du musst hier in den Kreis mit rein. Dadurch, dass diese Tiefe fehlt mit dem Inventarmanagement, macht das halt nicht länger Spaß als eine halbe Stunde oder sowas und dann braucht man mal eine Pause. Ja. Und das ist halt mutig, wenn parallel oder relativ parallel die Ultimate Evil Edition von Diablo 3 startet. Und die ist großartig von dem, was wir bisher gesehen haben. Und Diablo 3 auf Konsole funktioniert schon super. Da haben sich Da gibt es wirklich wenig Gründe, zu Sacred 3 zu greifen. Ja. Und ich meine, es ist, die Story fällt halt in die Kategorie so schlecht, dass sie schon wieder gut ist. Das heißt, man kann schon wieder drüber lachen. Ja. Also einen gewissen Sinn der Unterhaltung kriegt man dadurch schon. Aber das kann eigentlich nicht sein. Ich würde das nicht unterstützen wollen, was hier passiert ist. Da muss mehr Mühe reinfließen in eine Fortsetzung einer größeren Reihe, weil es ist wirklich, und das kommt halt noch dazu, nicht respektvoll gegenüber dem Grundmaterial, wenn man hier einfach mal alles ändert, außer die Grundmechanik, dass man auf Monster schlägt. Ja, es wirkt, was jetzt nicht heißen soll, dass ich irgendwie grundsätzlich was gegen Änderungen habe oder sowas, aber die müssen halt begründet sein und sie müssen vor allem gut sein. Ja. Und naja, das ist ja eigentlich so. Es kaum erwarten, euch kalt zu wir sind so nah. Dieses zwanghaft Lustige ist wirklich ätzend. Ich merke, was du meinst und ich merke auch, warum man das kritisieren muss. Eine kleine Mechanik, die ich ganz cool finde, ist die Execute-Mechanik. Hm? Wenn Viecher am Boden liegen, dann hat man manchmal so die Möglichkeit, sie zu exekutieren, indem man LT drückt und dann auf sie raufspringt. Ja, das platzt ganz schön. Und das ist ganz cool, weil man dann, wenn das mehrere haben, so übers Schlachtfeld rüberspringt und immer die Leute platt macht, das fühlt sich ganz cool an. Ja, und man kann die Gegner noch werfen. In der Praxis hat sich das selten als nützlich erwiesen, weil du in der Zeit, in der du einen nimmst und wirfst, deutlich mehr Schaden mit deinen normalen Attacken machen kannst. Ihr habt meine Männer besiegt, meine Sklaven befreit und jetzt seid ihr in meinem Lager? Männer, ich zahle einen Goldsack für jeden ihrer durchtriebenen Schädel. Uiuiui. Das würde ich mir jetzt überlegen. Klatsch. Jetzt beide gleichzeitig gemacht. Ja. So, jetzt kommt der Bossgegner. Weil und das ist halt komisch. Wollen, und bis Level 5 oder 6 oder 7 kannst du auch die Rüstung nicht upgraden, die du hast. Ist ja nicht so, dass du Rüstung findest, sondern du upgradest sie. Und bis dahin sehen deine Charaktere haargenauso aus. Abgesehen davon, dass du vielleicht deine Waffe ändern kannst. Okay. Aber also das optische Feedback gibt schon. Wenn du eine neue Rüstung und so alles siehst, ist es dann auch okay. Weil das sind ja. Aber trotzdem ist halt nicht. Boah, nicht füttern, ne? War schon lustig. Ich hatte immer gehofft, dass es so ausgeht. Ich liebe es, den Befehl zum Knochenzermalmen zu geben. Insbesondere bei großen Trollen. Selbst ich kann mir was Vergnüglicheres vorstellen als das. Und ich war 1000 Jahre lang in einem Kloster. Ich kann seinen Schmerz spüren. Was auch immer ihr macht, macht weiter damit. Den sein Stun ist vor allem richtig nervig, weil das irgendwie 8 Minuten dauert. Ja, viele Sekunden. Ach man. Das ist, irgendwie schade. Oh ja, stimmt, das dann ist nervig. Oh, Power Move. Ah, Power Move. Alter, wie lange dauert das? Power Move ist Y-Spam. Mach jetzt nur ich. Du kannst währenddessen machen, was du willst. Mach ich auch. Oh, und jetzt ist er wieder frei. Er ist richtig wütend. Richtig. Und Kartell hat Hunger auf. Stäbchen? So ein schlechter Witz, den wir zum Glück nicht. Stückchen hat sie gesagt? Fischstäbchen. Hat Hunger auf Fischstäbchen? Hä?
Ist lustig. Dazu muss man sagen, wenn man das Spiel auf Englisch stellt, sind die, ist der Voice-Over Englisch tatsächlich besser. Ja. Aber der Text natürlich nicht. Ja, das klingt wahrscheinlich weniger doof, weil Englisch und so. Ja, ein bisschen, aber macht's nicht so viel besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war's mit dem ersten Teil unseres Sacred 3 Giga Gameplays. Wir haben noch die zweite Stage gespielt. Da geht's viel um Lava. Das könnt ihr euch da unten angucken. In der Mitte kommt ihr zum letzten Giga Trivia und auf der anderen Seite zum letzten Giga Gameplay. Jetzt viel Spaß beim Gucken und bis zum nächsten Mal.